Welcome to the jungle. Willkommen im Dschungel, liebe Rasenfans. Was ist los beim Rasenfreak? Was ist hier passiert? Der Rasen mega hoch. Mega, mega hoch. Es darf nicht wahr sein. Pilze überall. Und schreckliche Ungeheuer. Die Ameisen. Was ist beim Rasenfreak passiert? Bleibt dran. So, liebe Rasenfreaks, ja, was ist denn hier bei uns passiert? Ihr erinnert euch an das Video Lüften. Ich habe ja vor einer Woche, wir haben nämlich heute Samstag, den, weiß ich gar nicht, wen haben wir denn? 13. Auf jeden Fall Samstag und vorletzte Woche Donnerstag, also knapp anderthalb Wochen her, haben wir hier gelüftet. Und dann habe ich mich entschieden, weil ja diese ganzen Stängel hier im Rasen so schön hochgekommen sind, habe ich mich entschieden, mit einem Sichelmäher zu mähen. Ich wollte aber nicht meinen Mulchmäher verwenden, meinen Stieger wollte ich nicht verwenden, sondern ich wollte wieder einen richtig schönen Sichelmäher haben, der saugt und der das Gras auffängt. Deswegen habe ich mich entschieden, einen neuen Sichelmäher zu kaufen. Donnerstag habe ich ihn bestellt. Freitag wollte ich ihn haben, spätestens Samstag. Gestern habe ich ihn bekommen. Ich habe mir meinen Sabomäher gekauft, den ich vor fast 30 Jahre, ne? Nee, so lange sind wir nicht hier. Also als wir hier eingezogen sind, dann habe ich mir halt eben meinen ersten Sabo-Mäher gekauft, auch ein 47A. Und jetzt habe ich mir wieder ein Sabo gekauft, auch den 47A. Ein ganz einfacher Mäher, ganz einfacher Antrieb, ohne Vario, ohne Geschwindigkeitsverstellung, ganz robust und solide, hoffe ich. Den gucken wir uns jetzt gleich mal an. Und damit will ich jetzt halt hier mein Gras mähen und immer mal wieder lüften und dann das Gras auch mit dem Sichelmäher absaugen. Das ist genau die Idee. Und leider ist es heute extrem schwül und es soll heute Nachmittag auch ganz viele Gewitter hier geben. Es ist irre warm und das Gras ist noch klitschnass und das ist natürlich wieder für Sichelmäher nicht gut. Dann verkleben die Sichelmäher. Man sollte eigentlich möglichst trockenes Gras mit dem Sichelmäher mähen, kein nasses Gras. Und ich hoffe, es trocknet jetzt noch ein bisschen ab. Es ist klitschnass. Ah, hier, klitschnass. Überall hängt hier das Wasser drauf. Wahnsinn. Wir können mit dem Sabo auch nur 25 mm tief mähen. Tiefer geht nicht. Ich habe eigentlich auf 14 mm gemäht. Das heißt, ich muss erst mit dem Sabo mähen und dann zwei Tage später, am Montagabend, will ich dann mit meinem Spindelmäher wieder mähen, um dann wieder runterzukommen. Vielleicht nicht ganz so tief, sondern erstmal auf 20 runtermähen. Und dann wieder runtergehen. Wir haben noch ein paar andere schöne Sachen für euch, für mich. Ich habe eine neue Frontrolle bekommen für meinen E-Flex. Und, das darf ich meiner Frau nicht erzählen, ich habe mir einen neuen Fangkorb für den E-Flex gekauft. Drama, Familiendrama. So, los jetzt. Ach, jetzt zeigen wir mal den Sabo. Ja, Freaks, da ist er, mein neuer Sabo. Ich habe lange überlegt, welche Größe. 43 wäre viel zu klein gewesen. Was hat 54 haben sie dann, glaube ich. War mir zu groß, also habe ich doch wieder einen 47er genommen. Wenn ich ihn jetzt so sehe, wirkt er doch relativ klein. Aber wir haben auch viele verwinkelte Ecken. Eigentlich will ich nur die hohen Grasbereiche jetzt hier mit dem Sichelmäher mähen, weil dafür halt ein Spindelmäher nicht geeignet ist. Also haben wir einen Kompromiss wieder gemacht, 47. Sind echt teuer genug, diese Dinger. Und nochmal hier, also Sabo unterstützt mich nicht. Also, das kaufe ich mir alles noch selber. Aber ich musste ja unbedingt wieder 7 Rasenmäher haben. Ne? Also, ach nee, 8 sagst du ja. Ich habe ja noch den Handspindelmäher. 8 Rasenmäher. Genau, ja, der neue Sabo. Ist nicht viel leiser als der alte. Das ist ein bisschen schade. Ich hätte mir gewünscht, er wäre doch ein bisschen leiser. Hat jetzt auch 96 dB. Also macht auch ordentlich Lärm. Auch ein bisschen dreckig. Mensch, geht ja gar nicht. Ja, weißer Fangkorb ist natürlich völlig verrückt. Der ist sofort dreckig, aber sieht schick aus. Weißer Fangkorb. Rot mag ich sowieso. Ist eigentlich nicht mein Toro-Rot. Der ist Feuerrot. Ist ein bisschen anders als Rot. So ein bisschen orange. Aber auch nicht schlecht. Passt ganz gut hier zu meinem Logo. Ja, wir können ihn ja mal anmachen. Mal schauen, wie er läuft. Fühlt sich wirklich leicht an, ne? Also im Vergleich zu dem John Deere mit der Heckwalze ist das Ding hier
federleicht, spielend leicht zu manövrieren. Total super. Hier oben jetzt endlich den Anreißer. Ne? Gehen wir gleich auf 25. Sofort grün. Was ich beim Sabo auch echt gut finde, und da stehe ich auch zu, ist dieses Aludruckusgehäuse richtig robust. Zum Warten soll man immer die Zündkerze abziehen, den Zündkerzenstecker abziehen. Der ist hier direkt neben dem Motor, also man kann sich hier wunderbar die Finger verbrennen. Das finde ich jetzt wieder nicht toll gelöst. So richtig gut raus kriegt man den auch nicht. Ja, ganz großartig. Das sind die Sachen, die mich dann schon mega stören. Man gleich hier das kleine Blech da verbiegt, also Zündkerzenstecker abziehen, damit der Motor auf keinen Fall von selbst anspringt, wenn man da unten an diesem super scharfen Messer rumhantiert. Man soll ihn tatsächlich nur nach hinten kippen, nicht zur Seite, was ich immer falsch mache. So, und dann kann man natürlich hier mal ganz schnell hier, oh, gib mir mal den Fangkorb bitte. Das ist das Problem bei feuchtem Rasen. Na toll. Dass sich natürlich hier sofort eine mega Peke. Jetzt muss ich das Messer leicht drehen. Zack. Eine mega Peke unter dem Meer verklebt. Und das muss man jetzt ein paar Mal wiederholen. Wahnsinn. Das ist halt eben nicht gut, bei nassem Gras zu mähen. Aber wie gesagt, wenn es nachher regnet, kann ich gar nicht mehr mähen. Gut. Das Einhaken des Fangkorbs haben sie auch deutlich verbessert. Und das könnte noch ein bisschen tiefer sein. Ich würde das, glaube ich, jetzt hier runterstellen. Ich würde das dahin klemmen. Weil ich so klein bin, dass ich ein bisschen so ziehe und nicht hier oben. Ja, hab ich drauf gewartet. Nett, meine Frau, ne? Lacht sie über mich.
So, lieber Randfüchs, boah, ich bin schon völlig durch und völlig dreckig. Ich habe natürlich die Ein-Drittel-Regel, Mythos Ein-Drittel-Regel, brutal verletzt. Das war niemals ein Drittel, das war vielleicht 50-50, was ich jetzt runtergehauen habe. Das hat der Rasen gerade noch so ganz gut weggesteckt, also noch ein bisschen tiefer und der wäre jetzt braun. Das sollte man nicht machen, aber egal. So, und was man natürlich jetzt auch sieht, sind natürlich diese seitlichen Striche vom Sichelmäher. Der hat jetzt nicht dieses schöne Streifenbild, sondern er macht immer einen hellen und Dunkelstreifen. Das liegt halt an der Rotation des Sichelmähers. Auf der einen Seite läuft das Messer nach vorne, auf der anderen Seite nach hinten. Und deswegen gibt es immer diese Hell-Dunkelstreifen auf der Rasenfläche. Dieser Streifen, den habe ich mal vor, wann haben wir das gemacht? Irgendwann Mittwochabend? Ich glaube, am Mittwochabend. Am Mittwochabend habe ich hier mal ganz schnell mit meinem E-Flex eine kleine Testmähung gemacht. Und mal zu schauen, wie der Unterschied ist. Und man sieht eben, wie hell jetzt hier dieser Streifen ist. Der ist halt eben auf 14 mm gemäht worden. Das war richtig brutal. Ich wollte auch mal schauen, wie gut der E-Flex das hohe Gras mäht. Das hat er relativ gut gemacht. Aber das ist eben noch ein gewaltiger Unterschied. Ne? Das sieht viel grüner aus hier. Und hier ist es immer noch heller. Je höher halt das Gras ist, desto grüner wirkt es auch. Also ganz kurz gemähtes Gras. Hier da hinten auf meinem Grün ist immer etwas heller. Also ist immer etwas heller, gelblicher. Ja, lieber Randfix, das war es jetzt mit dem neuen Sichelmäher hier, dem Sabo 47A. Mäbelt ist schön, schön gleichmäßig. Er hat aber auch nicht wirklich perfekt, was geht. Also ein paar Stängel liegen immer noch so ein bisschen quer, hat also nicht ganz perfekt alle Stängel jetzt hier hochgemäht. Es war auch extrem hoch, das Gras. Das werde ich jetzt immer wieder machen, lüften und dann einmal mit dem Sabo nachmähen und dann wieder mit dem Sichelmäher und dann mit dem Spindelmäher weitermähen. Das ist der Plan und das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich freue mich auf euch im nächsten Video. Euer Rasenfreak. Ciao. Das sind jetzt 9 mm. Das ist schon krass, ne? Das ist schon echt krass hier. 25 zu 9. Wahnsinn. Ja.